Guten Tag, herzlich willkommen zu TPA Season 2, Spieltag 8888. Ich glaube zumindest, es ist 8, ist zu 90% 8. Egal, ich bin heute alleine. Es ist weird zu sagen, es ist ein paar Dinge geschehen. Wir haben eine Live-Aufnahme gemacht, und der Ton von mir und TJ ist komplett asynchron. Irgendwie spielt meins viel zu, also mein Ton ist einfach viel zu früh im Gegensatz zu seinem. So dass die Audio halt komplett dead ist, kann man sagen. Und weil es jetzt schon Samstag ist, ich das Video noch pünktlich hochladen möchte, weil ich ein pflichtbewusster Typ bin, habe ich mir jetzt gedacht, dass ich es nachkommentieren würde. Alleine. Yay. Ja, aber komm. Es ist nicht schwer, es ist TPL. Wir kriegen das hin. Deswegen. Soviet Union, heute alleine. Leider. Wir kriegen das hin. Also, wir kommen erstmal zum Gegnerteam. Wir hatten gegen die Psychedelic Psychos gespielt. Meiner Meinung nach einer der besten Kader von dem Pokémon her. Mit einem Katapultram S-Tier ist es halt erstmal der Speed. Ist komplett geklärt. Die haben eins der schnellsten Monster der Liga. Wenn nicht sogar das schnellste. Ich weiß nicht, welches schneller ist jetzt gerade. Vielleicht ist das, also mir fällt gerade keins ein, spontan. Doch, Ninjatom. Alles gut. Ne, Ninjask, nicht Ninjatom. Das ist schneller zum Beispiel. Rufeldes ist halt übel geil in der Defensive. Dann haben wir noch Heracross, Aquana und Bonzong, welches halt Offensive und Defensive zugleich ist, alles drei zusammen. Mit Aquana und Bonzong eher ein bisschen mehr Defensive, mit Heracross die absolute Offensive. Aber was man auch natürlich defensiv spielen kann, mit Elfun haben sie ein cooles Pranksamon dabei. Mit Pampros dann, ja, ein Pampros. Pampros ist halt geil, wegen der Fähigkeit, welche halt pro physische Attacke, die du nimmst, plus ein Death bekommt. Das ist halt, den kann dann halt übel gut tanken, zumindest physisch. Du demnächst mal, also Galvantula, also Voltula. Voltula ist halt so eine Sache, das Ding teilt so aus, wegen der Fähigkeit zusammen mit Thunder. Oh mein Gott, das macht Schaden. Wenn man darauf dann, keine Ahnung, Sash oder Spex spielt, ich glaube, beides ist okay, kann man entweder mehr Schaden machen oder man lebt halt eine Attacke immer. Was halt übel ekelhaft ist, weil das mit, auch damit halt Free Sticky Webs zum Beispiel legen kann. Flamara ist halt okay, ne, also Flamara ist halt leider nicht so geil wie Aquana, weil es halt an Defensive fehlt. Dazu die zweite Fähigkeit ist halt okay. Guts ist halt nicht so geil auf Feuer-Pokémon, weil man halt nicht flamen kann, sondern man muss Toxic Orb spielen. Und bei Toxic Orb ist das Problem, dass du verdammte Scheiße nochmal Toxic bist. Und das willst du nicht. Porygon. Na, ah, das ist Standard-Porygon, ne? Porygon ist okay. Sind nicht besonders, sag ich mal. Dann haben wir das Antifrost war's. Super cooles Typing. Ich glaube auch nicht so viele. Es gibt nicht so viele Eis Psychomons. Das einzige, was mir noch einfällt, ist das neue Koronospa. Das Eis Koronospa. Mit dem Pferd zusammen. Insgesamt auch cooles Mon. Hat, glaube ich, Paprios. Kann auch reinhauen. Kann aber auch, glaube ich, etwas defensiv. Ich weiß nicht. Mon habe ich leider noch nie richtig gespielt. Aber was ich kenne, ist Deponitok. Das ist ein Mülleimer. Ne, Müllbeutel. Es ist cool trotzdem. Okay? Es ist nicht zu unterschätzen tatsächlich. Finde ich persönlich. Kommen wir zu unserem Team. Nämlich, was wir mitgenommen haben. Wir sehen erstmal, Pixie ist von seinen Höhenflügen wieder runtergekommen. Und wir haben ein Pixie mit Unaware, Babibiri, Berry und speziell defensiv. Welches halt gegen Tapultra, gegen Aquana, also insgesamt, es soll tanken. Es kann auch von Bronzong physisch zum Beispiel einen Hit tanken und dafür ist zum Beispiel der Counter. Mit Moonblast kann man halt Moonblast-Dinge tun. Mit Moonlight kannst du dich halt hochheilen und mit Staff Rocks wollten wir halt auf zwei verschiedenen Monster haben. Hier unten ist welches Scam, sehen wir es nämlich auch schon, weil wir halt die Rocks diesen Spieltag sehr gesehen haben. Apropos, ja, Scam. Ist wieder ein recht Standard-Set, physisch-defensiv, Leftovers, Roost, Defog, Brave Birds, Death Rocks. Wir haben halt nicht gesehen, dass wir halt einen anderen Attack außer die Flugattacke brauchen. Deswegen passt das eigentlich. Wir haben Surok wieder dabei, diesmal mit Life Orb, Sucker, Knock-Off, Aerial Ace, U-Turn, ist ein physisch-offensives.
erwarten sie hoffentlich nicht. Denn physisch offensiv kriegen wir ein wenig was hin. Manectic ist halt auch wieder mal dabei, endlich. Diesmal mit Toxic und seinen Standard-Moves. Wieder speziell offensiv gespeedcreept und wir können sogar Modest spielen diesmal. Dann noch Gurgeist, welches wir mit Poltergeist Shadows, die Power Weapon Explosion spielen, welches insgesamt ein paar Dinge checken soll. Also, soweit so gut zu unserem Team. Aber dann werden wir uns jetzt mal in Ruhe ansehen, was denn alles mitkam und was insgesamt im Kampf alles so geschehen ist. So, da sehen wir auch endlich alles. Wir sehen bei uns halt unser Team, bei denen Ampros, Heracross, Aquana, Katapultra, Elfun und tatsächlich Flamava, welches wir nicht so gesehen haben, aber man kann ja gucken. Und wir haben tatsächlich uns gesagt, dass wir direkt mit Lamus leaden. Ah, warte, mir fällt auf, ich habe vergessen, euch Lamus zu zeigen vorhin. Ja gut, Lamus ist ein Schwächenschutz, Lamus offensiv. Das werdet ihr nämlich jetzt sehen, da wir damit leaden werden direkt. Da ist es schon. Und ja, es ist kein Zoroark. Es ist tatsächlich unser Lamus, mit welchem wir direkt erstmal einen Psyshock rausholen. Und als wir dann gesehen haben, dass das Ding reinkam, haben wir uns direkt, also das Ding. Als wir gesehen haben, dass das Elfun reinkam, haben wir gesehen, dass wir halt einfach easy Big Room rücken können. Und das haben wir auch getan. Denn jetzt können wir halt den Ice Beam rausbekommen, hätten das Ding vielleicht töten können. Zum Glück aber nicht. Denn wir haben den Giga Drain rausbekommen. Die haben den Giga Drain rausbekommen und wir haben damit unseren Schwächenschutz aktiviert. Womit wir halt jetzt auf plus 2 sind in dem Trick Room. Das, was wir wollten. Sie gehen raus aus Vaporeon, weil sie wahrscheinlich das Elfo noch behalten wollten. Und der Psyshock macht immensen Damage. Ja, das heißt, sie müssen das Vaporeon hier leider sacken. Was für sie sehr hart ist, weil manche Dinge von uns halt nichts gegen das Ding getan hätten. Weil es speziell defensiv war, also zum Beispiel Pixie oder halt Manectic hätte auch, glaube ich, auch nicht so viel gemacht, beziehungsweise halt Lamus mit den restlichen Attacken. Memento kommt dann, wo man sich fragen könnte, ja, warum hat man den Memento nicht niedergedrückt? Ja, wussten die auch nicht. Ist halt so ein Problem gewesen. Memento kommt, das heißt, wir sind leider wieder auf plus 0, also plus minus 0, aber das Ding ist auch down. Dragapult kommt und wir gehen halt darauf, auf Pixie, weil wir halt zu 100% dachten, dass es speziell ist. Ist es auch, und TJ hat sogar im Teambuilding noch erwähnt, ja, das wird wahrscheinlich Live-Orb sein, ich lehne Live-Orb bei denen auch meisten. Das ist Live-Orb. Eine Prediction von unserem Teambuilder TJ, der Meister des Teambuildings, ich bilde natürlich aber auch mit, kommt das Flamara rein. Es ist Toxic Ob Guts, tatsächlich. Und wir dachten uns halt hier, wir leider ins Garm gehen müssen, um das Ding zu sacken. Beziehungsweise, dass wenn Facade kommt und dann der Flare Blitz, können wir halt trotzdem Scam sacken. Wir wollen halt so viel Toxic Damage wie möglich auf dem Ding sehen. Das heißt, erstmal hier die 6% und dann mit Flare Blitz die 12%. Mit dem Rückstoß natürlich halt immense Damage. Und dann kam halt Zoroark rein und hat einfach mit Life Orb den Knockoff gedrückt und das Ding war tot. So. Wir stehen halt gerade sehr gut. Nur das Pferd. Das Pferd war so ein Problemfall. Einfach weil das Pferd über den Zähnen gegen uns aussah. Besonders mit Rest Talk. Da hat es noch eine Maranga-Beere. Das heißt, speziell hätten wir auch nicht so viel machen können. Der EQ kam, aber wir drücken hier Poltergeist, weil wir tatsächlich dachten, dass sie vielleicht einen Hera rauswechseln wollen. Was sie nicht getan haben. Der Rest Talk kommt. Also es ist ein Rest Talk Set und wir machen mit Power Whip absolut viel Damage trotzdem. Das heißt, sie sind tatsächlich sogar ein offensives. Der Heavy Slam kommt und wir haben wieder Poltergeist gedrückt, weil wir wieder auf einen Heracross Switch Out predicted haben. Soweit, so gut. Wir wussten, dass wir das Ding sacken müssen. Entweder jetzt oder im nächsten Turn. Und bevor wir überhaupt einen Hera oder einen Dragapult setupen lassen, dachten wir uns, ja fuck it, wir drücken Explosion, falls sie jetzt rauswechseln. Haben sie nicht getan. Wir konnten damit in unser Low Bro gehen. Und unser Zoroark finished mit Aerial Ace, das Heracross. Und das letzte, was wir drücken mussten, ist Sucker Punch. In Sucker Punch nimmt das Ding safe raus. Und wir gewinnen 4-0. 5 Siege in Folge. Yay. Ich muss gucken, dass ich euch noch am Ende des Videos
eine Sache aus der anderen Aufnahme reinschneide, als Outro. Aber ich würde erstmal sagen, es ist leider ein sehr kurzes Video geworden. 11 Minuten. Rohaufnahme. Insgesamt, es tut es mir leid. Es ist halt jetzt so ein Video, was halt einfach schnell gemacht ist. Weil leider ich das Video noch fertig bekommen möchte in den nächsten, was weiß ich, Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder rangeht. TPL, Spieltag 9 dann. Gegen Vautis Waffeln, glaube ich, war es. Wir sind gerade auf einem sehr guten Weg. Wir müssten zurzeit Dritter sein sogar. Und wir haben eine sehr gute Chance auf den ersten Platz. Mehr möchte ich nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Ihr könnt gerne etwas Positives da lassen. Bis dann und genießt jetzt TJ beim Singen. I need it slow, bro. I need the luck of a slow road till the end of night days. He's gotta be thick and he's gotta sing lots of hits from the fighting types. I need a slow, bro. I need the weight of a slow road till the end of night. He's gotta be thick and he's gotta sing lots of hits from the fighting types.